Ja, hallo ihr Lieben, hier ist wieder euer Alfi, der ist wieder draußen. Ja, heute ist übrigens Sonntag, ein Wetterchen wie im Bilderbuch und ich hoffe, dass das bei euch nicht anders aussieht. Ich werde wieder, muss sagen, eine Runde in die Stadt reinfahren und vielleicht kann ich das eine oder andere noch erhaschen. Ich weiß es nicht, aber wenn, habe ich meine Kamera an und sage bis dahin erstmal, ja, gute Unterhaltung und winke winke. Und zwischendurch, wenn was Gutes wird, natürlich melde ich mich natürlich wieder. Bis dann erstmal. So ihr Lieben, jetzt bin ich hier an der Straße und dementsprechend ist das die Wiesenhofstraße hier. Ne? Und wie ihr seht hier, ja, sehr schön bepflastert hier. Ne? Andersrum sollte es vielleicht mal eine Autobahn werden, aber wie gesagt, ich war voll und ganz dagegen. Und aus dem einfachen Grunde läuft hier, muss sagen, kaum Verkehr. Und daher ist das natürlich alles ziemlich ruhig hier. Naja, nachher, wie gesagt, geht es ein bisschen weiter. Hier ist momentan auch alles in Richtung Grün. Und somit sage ich hier, melde ich mich nachher wieder und ja, habe einen kleinen Eindruck hier in meiner Fahrstraße, wo ich, muss sagen, meinen Wohnsitz habe. So ihr Lieben, jetzt sind wir jetzt hier in Kaltenkirchen am Markt und dementsprechend werde ich einmal mal so kurz schwenken, um ja, das eine oder andere mal für euch ein bisschen sichtbar zu machen. Und da kommt nachher eine Insel mit laufendes Wasser und andersrum, wie gesagt, im Hals drehe ich mich einmal mal im Kreis. Also ihr dürft nicht, muss sagen, jetzt betrunken werden oder besoffen heißt das ja auf Deutsch. Ne? Und dementsprechend, wie gesagt, im Hals fahre ich jetzt weiter und gehe jetzt erstmal hier ein bisschen auf diese Wegstrecke zu. Hier. Da kommen wir die Sache schon immer näher und somit, wie gesagt, im Hals mache ich da mal hier was in den Bauch. Eine Bauchkamera mache ich dann hier so. Ups. So, eine Bauchkamera. So. So. Eine Bauchkamera. Damit Vogel hört, ne, was zu tun hat. Da sind wir jetzt auch über die Tiberstraße gefahren. Alles in Richtung voll heute, beim guten Wetter. So ihr Lieben, hier ist das Rathaus, das Gemeindehaus von Kaltenkirchen, sehr modern gebaut. Ich sehe es übrigens hier jetzt erst zum ersten Mal, vorher war es ganz woanders. Und jetzt ist es ein bisschen holprig hier für mich, aus dem einfachen Grunde, weil hier ist Kopfsteinpflaster. Und das kann natürlich dann sein, dass die Aufnahmen hinterher ein bisschen wackelig werden. So, wie gesagt, das ist das Gebäude jetzt hier. Da war ich noch nicht drin, kenne ich erst halt heute. Und dementsprechend, ja, ne, ist natürlich hier noch sehr hoch gebaut. Und dementsprechend hat sogar eine eigene Uhr. So, jetzt ihr Lieben, bin ich auf der anderen Seite der Straße. Ja, wie gesagt, ich habe erstmal ein Eis gegessen. Jetzt ist man ein bisschen unterkühlt und dementsprechend, wie gesagt, hier oben ist nochmal die Gemeinde von der Seite aus her und dementsprechend, naja, wie gesagt, Zone 30 ist hier auch, also hier darf nicht gejagt werden und dementsprechend muss ich aufpassen, dass ich nicht gewitzt werde, habe ich schon mal gesagt. Ne? Gut,
Und dann, wie gesagt, jetzt geht es erstmal ein bisschen weiter. Ich werde dann wieder ein bisschen loslegen hier. Und somit werden wir neue Ecken aufsuchen, die man hier so gesehen noch findet. Also, bis gleich. So, jetzt habe ich wieder angeschmissen. Und dementsprechend sehe ich jetzt mal von dieser Seite aus hier in den Platz, wo die Leute sich, muss sagen, an den Bänken aufhalten können. Und dementsprechend, wie gesagt, es ist wirklich ein Urlaubsort, den man, muss sagen, jetzt hier nicht unbedingt sehen muss, aber dementsprechend, ja, auch als Streifen, den ich hier gemacht habe, eigentlich ganz wertvoll. So, jetzt will ich mal wieder weiterfahren, denn sonst, wie gesagt, alles auch mit so wackelig. So, jetzt bin ich ein bisschen weiter gefahren. Jetzt kann man sehen, diese Häuserreihe jetzt hier, ne, die man hört, und dementsprechend nochmal wieder auf diesen Park, wo man hier so gesehen sich aufhalten kann. Da ist ein kleiner Springbrunnen in der Mitte, aber so wie ich das sehe, ist er gar nicht an. Ne? Das heißt, es läuft zurzeit kein Wasser. Das ist natürlich schlecht für die Kinder. Denn die planschen immer ganz gerne drin. So, und dementsprechend sehen wir uns nachher wieder. Ein bisschen drehen hier. So, ihr Lieben, ihr könnt sehen, ne, also beste Sahne. Ich hoffe, dass es euch heute trotzdem gut geht bei dieser Wärme. Und dementsprechend, wie gesagt, lasst euch den Tag nicht lang werden. Und wünsche euch dann noch einen angenehmen Abend und natürlich nachfolgend eine gute Nacht und sage hiermit erstmal Winke Winke. Das war es jetzt mal wieder aus Kaltenkirchen. Hier euer Alfie.